Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Hier spricht der Echo K. Live aus dem Keller. Also nicht live, aber in der Aufnahme. Also, ne? Und so. Ja, ich bin jetzt mittlerweile in den Keller umgezogen. Hört man vielleicht. Ich hoffe, bis zum nächsten Stream ist das Ganze besser. Ich glaube nicht, dass es komplett weg ist, aber es ist hoffentlich besser. Aber ja, dafür hört ihr mich auch. Denn zum Ankündigen des nächsten Streams, der da halt am Sonntag ist, ne? Sonntagabend, 18 Uhr, wie immer, gehen wir da rein in Docs. Und im Übrigen kleine Randinformationen, weil die Frage jetzt aufgekommen ist. Ich streame nicht nur dann, wenn ich es euch im Video sage, ne? Also aktuell schon, aber grundsätzlich ist der Stream immer montags, dienstags, donnerstags, freitags und sonntags an. Für gewöhnlich abends. Naja, gut. Habe ich gesagt, was ich euch sagen wollte, ihr wisst Bescheid. Das Ganze wie immer auf twitch.tv/k mit 4 A's oder auf k.tv. Haut da rein, wir sehen uns und denkt dran, wenn ihr das gesehen habt, sind wir im Stream schon ein bisschen weiter. Aber wir haben geilen Shit gemacht bisher. Lasst euch überraschen. Viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Oh nee, jetzt macht der Archie auch, macht der Pick-Me-Archie, macht auch Trockenübungen. Nee. Unterm Bett, das Schwein. Komm da raus. Zack. Für die, die gestern nicht bis zum Ende da waren, wir haben unseren ersten Pick-Me-Dino getamed. Uah. Und das ist der Argentavis. Und die Pick-Mes sind im Prinzip Supporter, könnte man sagen. Ich würde sagen, der Pick-Me-Argentavis, weil der ein Supporter ist, ne, nenne ich den Shaikan. Weil Shaikan ist ein Supporter. Shaikan, der Pick-Me-Argy. Also, okay, um euch kurz auf den Stand zu bringen, wie es ist. Ich habe offline, gerade eben vor dem Stream, wie ich es gesagt habe tatsächlich, ich habe es tatsächlich mal gemacht, getestet, wie das aussieht mit den Prime-Dinos oder Primals, Primals, wie auch immer sie heißen, und diesen Strukturen, wie ich die Base bauen wollte. Ich habe ja gesagt, ich würde hier gerne die Base so bauen, dass das ein Konstrukt in dem Hügel drin ist und das über diese Gittersachen läuft und sowas. Kann ich nicht machen. Ich habe es getestet und der Manticore hat halt, er hat einfach das Ding mit einer Attacke weggebumst. Die komplette Base auf meinem Singleplayer-Ding ist einfach nur explodiert. Nach einem Angriff. Das heißt, wir können hier auf keinen Fall die Base so bauen, wie ich es gerne wollte. Wir müssen umziehen. Die Frage ist, wohin? Ich habe aktuell zwei Ideen. Zum einen der Durchgang zum Ebbe-Biom. Attack Shield bringt da auch nichts. Haut er auch durch. Also Eingang Ebbe-Biom. Dazwischen, da könnten wir theoretisch auch was in der Richtung bauen, weil da sind zumindest Wände und auch Bäume, ne, wo man so ein bisschen was machen können. Andere Idee wäre die riesige Cave in der Tundra, wo so extrem viel Metall und sowas drin ist. Weil da könnte man, glaube ich, auch was Cooles drin bauen, weil die so groß ist. Ist jetzt halt die Frage. Im Abbe-Biom gehen wir davon aus, also im Abbe-Übergang gehen wir davon aus, dass dort nichts spawnt und deswegen nichts kommt. Und die Tundra-Cave... Moment, wir machen das anders. Ich mach kurz so. All-Cave ist safe und... Warte mal, lasst uns kurz in Singleplayer gehen. Moment. Ja, wir machen das kurz. Wir gehen kurz Singleplayer, machen das nicht auf dem Server. Und gucken mal kurz. Ich zeige euch, was ich meine. Was für Locations. Also, Oil Cave wäre hier vorne. Hat leider den Nachteil, ist übel dunkel. Also, um ehrlich zu sein, von innen ist die Oil Cave auch echt nicht hübsch, ne? Ist nicht hier. Ah, hier, genau. Ja, ja, die. Die hat auch noch so einen kleinen Eingang von der Seite irgendwo, ne? So, genau, das Ding ist nämlich, aha, genau, ich meine den unteren Part, das Teil ist nämlich A, übel huge, und hier könnte ich mir vorstellen, dass wir im Prinzip die Base hier an der, hier oben rumbauen, wisst ihr, dann haben wir quasi trotzdem eine Klippenbase, die sich aber halt über das Wasser erstrecken würde. Dazu kommt, wir haben halt hier Metal as fuck, ne, ist alles voll bis oben hin, die Cave ist riesig. Und stimmt, wir können theoretisch von hier aus direkt runter unter die Map und Loot Crates tauchen gehen. Ich weiß nicht, wie cool das ist, aber es ist auf jeden Fall eine Mission. Weil das ist Kategorie, ich scheiß mir in die Hose, glaube ich, dann. Ansonsten wäre Abbe-Gebiet, was ich mir überlegt hatte. Moment, muss ich kurz hin. Guck mal, hier oben könnten wir dann halt... Hier oben nicht, wir müssen halt irgendwo außerhalb der Loading Zone. Das wäre dann halt vielleicht hier so die Ecke... Okay, hier ist halt genau Loading Zone. Man könnte da auch bestimmt was draus machen. Aber ich glaube, ich fühle die Cave mehr, muss ich sagen. Weil sonst wäre das so hier die... Hier so der Bereich, wo man bauen würde. Denke ich. Fischbaum Cave ist... hier. Ah, die ist halt klein, ne? Da kann man nicht viel mitmachen. Ich würde sagen, wir nehmen die große Wasserfall Cave, oder? Ich fühle die, glaube ich. Wenn wir da was Cooles hinzaubern können, weil die Mod ist ja auch vom Bauen her so gedacht, dass du an den Wänden baust. Das sieht schon cool aus. Okay.
dann streben wir das an. Ist natürlich auch miese Umgebung mit Tundra, ne? Aber ich würde sagen, wir versuchen erstmal hinzukommen, einen Teleporter hinzubauen. Dann sammeln wir ein paar Ressourcen, um... Wobei, wir müssen das Ding gar nicht zumachen, oder? Ich glaube, wir sind da... Ich glaube nicht, dass da irgendwas reinkommt vorerst. Und dann würde ich sagen, wir bereiten das erstmal vor, ne? Dass wir da zumindest unsere kleine, neue, sichere Base haben. Aber ich würde es nicht Base nennen, sondern eher Übergangsbleibe. Und dann müssen wir, oder wollen wir heute ja auch Apex Spino zähmen. Das ist dann, würde ich sagen, so das eher das größere Ziel. Und dann können wir sogar schon vielleicht ein bisschen mit Dinos rumlaufen oder mit dem Apex-Dino rumlaufen und ein bisschen Rambazamba machen. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, das meiste, was hier theoretisch reinkommen könnte, passt hier gar nicht durch, oder? Wir haben insgesamt 4 Eingänge, die nicht unter Wasser sind und die wir zumachen müssten. So, ich würde sagen, wir bauen den Bums einfach hier in die Ecke, ne? Nebenbei. Hier ist Border. Indikator. Er hat es schon wieder getan. Jedes Mal aufs Neue renne ich in seine komischen Mapping-Entscheidungen rein. Bordern hier, bordern da. Na toll, jetzt. Ja, ach, ja, super. Ich habe viel von meiner Base. Wir stellen das Ding hier hin. Der sieht fett aus. Alter. Gibt mir krasse Satisfactory-Vibes, das Teil, muss ich sagen. Aber es sieht richtig gut aus. Von welcher Mod ist der? Von der... die ist auch auf dem Com-Server dann drauf. Sekunde, give me a second. Die heißt... Castles and Keeps irgendwas Schosch. So, active. Und der Schalter ist sogar grün geworden. Wunderschön. Und das Ding hat Wireless-Strom? Übel geil. Da, guck mal. Okay, cool. Nice. Das heißt, das Teil macht den Strom in einer riesigen Range, schickt das an die Teile überall hin und die kann man dann dahin platzieren, wo man sie haben möchte, damit es, damit die Kabel verlegt werden. Und man kann die Kabel sogar wegmachen anscheinend. Wenn ich halt... Was? Oder halt auch nicht? Hä? Das hat ja gestern nicht so gut funktioniert. Guck mal, wenn man jetzt eine Stunde gebraucht oder so, nur um das zu erschaffen. Ey, aber es sieht basically schon besser aus als das, was wir vorher hatten, sind wir mal ehrlich. Und wir sollten hier safe sein. Hoffentlich reicht das, was wir am Betäubungszeug haben für ein Spino. Ich gehe aber mal davon aus. Und dann können wir bestimmt mit so einem Spino ordentlich Apex wegböllern. Ich würde aber sehr gerne direkt Male-Female haben, breeden und dann natürlich mit dem Gebreedeten losziehen. So, auf ins Abbe-Biom. Okay, versuchen wir es mit dem 1000er Spino hinten. Verleiben wir uns den ein und machen hier einfach mal eine Tötung. Wenn wir nicht getötet werden dabei, dann hoffen wir auf Respawn. Da, 980. 5300 HP. Und 363 Milli. Kann man... Oh, kann man nicht. Okay. Dann mal schauen, wie viel Torpor der hiervon bekommt. Ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich, den ich netten kann. Boah, Junge, du bist so schnell. 1,5k Torpor. Mal eine Nade an dem testen. Der wird halt weglaufen, ne? Aber ich will's mal testen. Alter. ja gut. Nee. Schlaf ein. Okay, das Ding scheint eine ziemlich große Range zu haben. Okay, wir haben ihn. Komm mal rein hier, Kollege. Scheiße. Vor allem, wie ich einfach hinter mir so höre. Aber jetzt schön erwacht. Geil. Das war gut. Okay, das war... das war witzig und sehr effizient. Ich muss sagen, das hat clean geklappt. Konntest du den so fix tamen? Durch diese gelben Pfeile. Die erhöhen seinen Hunger. Das braucht man auch, weil viele Tiere verlieren unfassbar schnell Torpor. Ich hab ja einen 11 Armor-Sattel. Boah, ich hoffe, ich werde von der Kaki nicht runtergegrabt auf dem Spino. Das wäre böse. So, der erste Big Tame. Schon wieder so eine kleine Premiere jetzt hier. Wie schnell ist der? Damn, boy, he fast. Das ist noch ein bisschen ernüchternd, aber... Mein 500 Damage. Meine Speere machen 300 oder so, ne? Wir müssen uns da erstmal einarbeiten. Oh, damn, boy. Oh mein Gott, das HP-Scaling ist ja unter aller Sau. Hallo, Kaki?
Okay, easy. Yay. Das Zeug von ihr nehmen wir mit. Aber das ist wirklich böse, ey. Krass, wie niedrig die Scalings sind. Ich nenne den Venomax. Aber nicht, weil du ich geschrieben hast, sondern weil ich dich in der paar Zeilen höher gerade gelesen habe. Venomax, der Spino. Und jetzt holen wir uns den War-Buff noch dazu. Und rein in den Alpha-Spino. Oh, scheiße, Alter. Der teilt aber aus. Leck mich am Arsch. Könnte noch in die Tundra gehen, ne? Oh, da oben ist noch ein Spino. Ist aber halt mindestens genauso gefährlich. Gefährlich, mhm. Gefährlich. Oh, Alter. Die 700 Damage-Schelle. Ich finde es echt cool, dass Dinos weglaufen, wenn sie Lowlife sind. Oder generell ist krass, was die... Also, dass der allein das Verhalten der Dinos umgemordet hat, finde ich sehr krass. Ein 1070er Frosch. Was man hat, das hat man, oder? Guck mal kurz ran hier, Kollege. Letztens habe ich noch so jemanden wie dich gesucht. Ich hoffe, die kann man bolern. Die hat die Bola einfach gefressen. Hä? Alter, warum denn so aggressiv? Ja, wenn ich ihn nicht bolern kann, kann ich ihn netten, oder? Okay, war klar, ja. Aber da verschwende ich nicht die guten Pfeile. Oder vielleicht muss ich. Junge, hat der Torpor. Na, jetzt habe ich keine Darts mehr. Jetzt muss ich warten auf den Cooldown. Und zack. Jetzt habe ich ihn. Verliert schnell Torpor. Frisst er denn zufällig? Ja, okay, easy. Nice. Jetzt haben wir sogar noch einen High-Level-Frosch, falls wir mal Zement farmen wollen. 710 Female. Wir könnten 710 mit 1000 breeden. Ist nicht ganz optimal, aber würde ich machen. Komm, let's go, why not? Okay, Progress, Alter. Progress, Progress. Noch nicht einmal gestorben heute. Muss aber auch sagen, haben wir sehr viel Zeit in der Dingens verbracht. In der, also mehr oder minder in der Base, ne? So, ich würde es von hier oben probieren. Also ich würde versuchen, den hier an die Wand zu ziehen und dann hier einzubauen. Ja, komm her, ich war das. Ich war's. Oh, aufpassen. Muss ich trotzdem gucken, dass ich da keine Scheiße baue beim Einbauen, ne? Nicht, dass der nach mir schnappt, der Drecksack. Wo er die Füße hochgenommen hat, habe ich mich tot gesehen. Okay, vielleicht schieße ich auch einfach nur mit Darts auf ihn. Kann man das Spiel nur nicht netzen? Ne, geht nicht. Junge, Junge, Junge. Boah, droppt das runter. Das ist ja übel Waste. Ich muss den einbauen. Macht die doch die Poison-Granaten. Ja, die sind halt auch teuer. Die kosten dieses Titanium oder wie das heißt. Ich brauche eigentlich eine Falle. Also netten ist nicht. Ich muss den irgendwie einbauen. Vielleicht können wir den Bunker holen, den anschießen. Dann rennt der vorne gegen den Bunker und ich kann aus dem Bunker heraus hinter ihn Gates placen, sodass er zwischen Gates und Bunker steckt. Vielleicht funktioniert das. So. Ich sehe das schon kommen, dass mir genau ein Dart fehlt. Lol, wild. Der Bunker mit dem Teleporter. Es ist ein bisschen tricky, aber es könnte gehen. Kollege Spino, kommen Sie... Oh, ich war... Aber Falle, Moment. Falle probieren wir auch. Wir machen das jetzt doppelt, gemoppelt. Falle, Falle, Falle. Rein in den Bunker. Aha, okay. Komm her. Ist trotzdem ein bisschen gruselig. Komm näher ran. Okay, die Fallen scheinen nicht zu funktionieren. Ah, aua! Die Fallen funktionieren doch. Aber der Bunker nicht. Frechheit. Bodenlose. Nur zur absoluten Sicherheit. Ich vertraue dem Braten nicht. Warum wundert mich das nicht, dass der Bunker nicht funktioniert? Ja! Oh mein Gott, ist das schlecht. Das ist so scuffed, was ich hier mache. Okay, wir halten fest, der Bunker ist für den Arsch. Oder zumindest nicht für gut. Here we got him. Here, take this. Und you take this. Hab Hunger! Warum hat das nicht funktioniert? Jetzt sag mir nicht, der scheiß Hungerpfeil hat desinkt. Irgendwie. Aha.
Okay, hat anscheinend aus irgendeinem Grund einfach nicht funktioniert. Hinterfragen wir es nicht, es ist arg. Nach wie vor. Okay, geil. Das heißt, wir können zumindest jetzt... Boah, zum Glück habe ich meinen Teleporter aufgehoben gehabt. Ich dachte gerade, no, mein Teleporter ist gone. Dinosaurus weiblich ist... Das ist dann der Gaming-Falke. Gaming-Falke, du bist jetzt ein weiblicher Spino. Ob du willst und nicht. Und du wirst dich jetzt vermehren. Nice. Dafür brauchst du die Spinos, um Damage zu machen, tatsächlich. Ich muss mich hier durchprügeln können. Das ist das große Problem. Da ist sogar ein Female drin und der ist Level 862. Spinobubble powered. Activate. Wunderbar. Kannst du kurz deinen Spot zeigen? Das ist, die Chords sind 29,8 und das ist auf der Map links oben in der Tundra. Das ist hinter den Wasserfällen, die im Berg sind. Er sieht aus wie der Fürst. Vielleicht ist es der Fürst. Aber wir wollten doch einen Alpha-Fürst machen. Dann können wir doch nicht so einen lamen Beta-Spino den Fürst sein lassen. Spino? Ach, normaler Spino. Schade. Wir brauchen mehr Spinos hier, hallo. Das bringt doch nichts mit so einem... Jetzt wurden die Spino-Spawns auch noch von Barihunix und... Sarko belegt. Hier geblieben. Ich darf abhauen, ey. Ah, Spino? Ah, 155 normal. Cringe. Was? Weg! Ich will hier durch. Meine Fresse. I'm coming. Vor Schelle. Righty. Mehr Level. Oh, shit. Was ist das? Das ist der Prime gewesen. Poison Golem. Nee. Bloß weg hier. Oh, der eine sieht größer aus als der andere. Nee, doch nicht. Der stand nur näher dran. Sind gleich groß. Schade. Kurz gehofft. Beides nur normale Spinos. Och, Mann. Okay, ich wollte gucken, was der Spawn-Ding sagt. Wir haben ja schon recht lange gesucht jetzt nach Spino. Wenn ich jetzt nach Spino suche, dann finde ich X-Spino? Was auch immer das ist. Es gibt Apex-Spinos, es gibt ganze drei Stück auf der Map, aber es gibt keine Alphas. Aber was ist denn ein Spinosaurus X? Der wird ja dann noch krasser sein wahrscheinlich, ne? Es gibt drei Spinos in der Tundra. Lass uns mal die Tundra checken. Apex-Griffin. Wer vielleicht? Aber wie soll ich den tamen, ey? Ich glaube nicht, dass ich den genettet bekomme. Ich könnte ja mal gucken. Ich guck mal, ob man einen Apex-Griffin netten kann. Ist halt auch die Frage, was passiert, wenn ich ihn mit der Netgun treffe. Wird er dann aggro? Nee. Nein, ich will es nicht riskieren. Ich wollte erstmal nach den Spinos gucken. Da ist er im Wasser am Baden, ne? Ja, Apex-Spino 450. Hat 4,8k Leben. Oh, da hinten ist auch noch einer. Der sieht mal im Apex aus. Nee, das ist ein Spinosaurus X. 212.000 HP. Aber es ist halt auch, wenn der da bei Shadow Mains rumchillt, ist halt auch nochmal doppelt gefährlich, ne? Weil die jumpen mich halt an und dann werde ich von meinem Vieh runtergestunt. Dann habe ich den Salat. Vom PT schießen. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ja. Vielleicht kann man von einem Apex-PT schießen. Der Griffin, ne? So ein Griffin, da könnte ich runterschießen. Und wenn wir vielleicht versuchen, einen Vanilla-Griffin zu tamen, dann können wir von dem Griffin runterschießen. Apex-Griffin 910. Apex-Griffin 500. Vielleicht gibt es doch nur Apex-Griffins. Long-Range-Netgun-Schuss. Kommt bestimmt an. Fliegt einfach so in Zeitlupe, ne? Es gibt nur Apex und Prime Griffins. Wir müssen es einfach riskieren und testen, was passiert, wenn ich mit der Netgun drauf schieße. Darf mich halt auch nicht aggroen, ne? Der ist doch bestimmt wieder so einer, der richtige Aggressionsprobleme hat. Der ist halt zu weit weg, verdammt, Mann. Und ich traue mich nicht nah ranzugehen. Schieß an, bevor du nettest. Ja, aber dann bin ich ja tot. Das ist ja das, was ich meine. Das kann ich mir nicht erlauben. Aber den Arch würde ich gerne mitnehmen. Komm mal her. Das wird nur Risk, no Fun. Ja, das ist dann nur Risk. Kein Fun. Poison Nape, wenn er nah am Boden ist. Aber das wird nicht reichen. Aber er hat keine Ahnung. Guck mal, der hat 24.800 Torpor. Da glaubst du nicht, dass eine Poison Nape reicht. Aber den können wir uns kurz eintüten. Ist doch für Content, egal wie du stirbst. Ja. Ja. Jetzt Hunger Arrows rein oder Hunger Darts. Habe ich noch Dings dabei? Ja. Hunger. Take it. Oh, der Hunger-Dart hat wieder nicht gezählt. Warum passiert denn das? Geil. Nice. Immerhin ein Erfolgserlebnis. Fetten Argy getamed.
Video ist vorbei. Lasst einen Like da und schaut auf Twitch vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.